Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zur neuen Saison in FIFA 15. Die Abstimmung ist ja jetzt vorbei für die nächste Saison und der Sieger ist Real Madrid und somit wird eben die nächste Saison erstmal mit Real Madrid stattfinden. Und genau hierzu brauche ich nun eure Transfervorschläge, also wen ich holen soll, wen ich verkaufen soll. Und die könnt ihr mir jetzt in die Kommentare schreiben und die werden wir die alle spannend durchlesen. Und außerdem sollte jetzt der Kader von Real Madrid im Video durchlaufen. Und da sieht man schon, wir haben einen wirklich starken Kader. Allerdings ist dieser Kader nicht wirklich groß. Wir haben zwar viele junge Talente, aber ich kann mich da nicht entscheiden, wen ich da verkaufen soll und wen ich behalten soll. Deswegen könnt ihr mir jetzt in die Kommentare schreiben, weil wir haben ungefähr 10 Spiele mit so einer Gesamtspielstärke von 60. Und ja, wer sich da gut entwickelt, wen ich verkaufen soll, wen ich verleihen soll, könnt ihr mir jetzt auch mal unten reinschreiben. Gut, und dann noch ganz kurz was zum Kader, und zwar vor allem bei Real Madrid würde ich gerne einen neuen Innenverteidiger verpflichten wollen, weil wir haben nur 3 Stück und ich würde eigentlich schon gerne mit 4 Innenverteidiger durch die Saison gehen und außerdem vielleicht ein paar Mittelfeldspieler, weil das Mittelfeld ist zwar sehr gut besetzt, aber wir haben eben nicht viele Reservespieler, falls sich mal einer verletzt. Im Sturm sind wir aber, glaube ich, soweit ganz gut aufgestellt, also da werden wir wahrscheinlich keinen neuen holen. Gut, ihr könnt mir also jetzt eure Vorschläge in die Kommentare schreiben und dann schauen wir mal, was sich verwirklichen lässt. Wir werden ungefähr so an die 160 Millionen Euro an Transferbudget zur Verfügung haben und die werden wir dann auch ausgeben und da sollte doch der ein oder andere Spieler drin sein. Die neue Saison wird dann am nächsten Wochenende starten, wahrscheinlich am Sonntag, muss ich mal schauen, wie ich es zeitlich hinbringe. Und außerdem wird am Samstag wahrscheinlich noch ein neues Projekt starten für alle die, die was FIFA jetzt nicht so mögen. Gut, aber soweit dazu, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich weiß, meine Stimme war ein bisschen kaputt, das liegt daran, dass ich momentan ein bisschen erkältet bin, aber es wird hoffentlich wieder besser. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin und ciao.